Als die Sanierungsidee zur Max-Lücke-Rast an den Vorstand des Arnsberger Heimatbundes herangetragen wurde, war dieser sofort von der Notwendigkeit überzeugt. Der Vorstandsbeschluss erfolgte daher einstimmig. Der Erhalt dieser Stätte zu Ehren Max Lückes war für den Arnsberger Heimatbund besonders wichtig, da der Lücke-Turm trotz intensiver Bemühungen vor einigen Jahren leider nicht mehr an der ursprünglichen Stelle errichtet werden konnte. Stadt Arnsberg, herzlich willkommen hier und heute bei wunderschönem Wetter an der Max-Lücke-Rast. Und vor allen Dingen auch alle Partner herzlich willkommen. Ich sehe hier die Eichhorn-Freunde, schön, dass Sie da sind und viele andere auch, die der Sponsoren. Das gleiche gilt auch für den SGV. Irgendwann bin ich auch mal mitgewandert, aber auch Thema Max-Lücke-Rast war da auch ein Thema. So muss das auch sein. Also wenn man den Bürgermeister schon mal da hat, muss man ihn natürlich auch dementsprechend darauf hinweisen. Aber das hätte es gar nicht bedurft, weil das kann ich an der Stelle auch mal sagen. Mein Gewissen war ohnehin schon insofern schlecht genug, als ich den Zustand gesehen habe, weil das hier eine meiner Laufstrecken ist. So dass ich hier regelmäßig vorbeikomme. Zurzeit leider etwas weniger, man sieht das, aber es soll wieder etwas mehr werden insofern. Aber das ist schon so. Also wenn ich hier vorbeigelaufen bin, und da will ich jetzt gerne nochmal aufgreifen. Also was mir besonders schön gefällt, ist einfach, dass es jetzt aufgeweitet ist. Das ist ein Ort, wo meine Tochter in der Zukunft ist und die Rast machen kann im SGV. Noch nicht. Ja, weiß ich nicht. Das könnte sogar sein. Aber dass es eben Ort ist, wo man gerne verweilt und den man zur Kenntnis nimmt. Und die Verbundenheit auch jetzt, was Max Lücke angeht, wer ihn nicht kennt oder wer seine Geschichte nicht kennt, das ist eigentlich wirklich schade. Thank you.
jemand, der so viel geleistet hat für die Stadt. Auch wenn man so will, das Wort Vision ist ja immer so ein bisschen, wird ja immer ein bisschen ist ja immer schwierig im Kontext, aber man darf das sagen. Also er hat die Zusammenarbeit, was Städte angeht. Er hat erkannt, dass man Infrastruktur braucht, dass man Wege zu den Menschen braucht, zwischen Arnsberg und Sundern. Das war sicherlich, ich bin mir sehr sicher, dass es da viele Widerstände gegeben hat seiner Zeit, als man so eine Strecke geplant hat. Aber ich glaube, genau das war es. Und die ganzen anderen Dinge, die er vorangetrieben hat, und freiwillige Feuerwehr als Thema zum Beispiel, 40 Jahre Feuerwehrdirektor, das ist ein Thema, was die Stadt heute noch beschäftigt. Und das war damals schon wichtig. Und er hat im Grunde genommen da die Akzente gesetzt. Und das zeichnet auch, glaube ich, einen guten Bürgermeister, einen guten Landrat und einen guten SGV-Präsidenten aus. Da, wo es auch tatsächlich notwendig ist und wo es für die Zukunft und die Chance wirklich bleiben gibt. Auch die Sponsorensuche bereitete wenig Probleme, da Max Löcke in vielen Vereinen und Institutionen aktiv war, die heute immer noch existieren und ihm daher viel zu verdanken haben. Ein ganz besonderer Dank der Arbeitsgruppe gilt dem Grünflächenamt der Stadt Arnsberg für die Genehmigung der Arbeiten und die gute Unterstützung. Die unkomplizierte Zusammenarbeit ist sicherlich eine gute Basis für die weiteren gemeinsamen Projekte in unserer Stadt, die man zusammen realisieren kann. Zusammen ist man mehr als nur die Summe der Teile. Zu einem unvergesslichen Erlebnis voller Frohsinn und Heiterkeit sollte der 90. Deutsche Wandertag in Arnsberg werden. Vom 19. bis 23. Juli 1990 konnten Gebirgs- und Wandervereine aus beiden Teilen Deutschlands nach Jahrzehnten der Trennung endlich wieder gemeinsam wandern und feiern. Und dazu hatte sich hoher Besuch angesagt. Die weite Welt, wer weiß, ist das Land.
Deutsche Wandertag in Arnsberg geht in die Geschichte des Sauerländischen Gebirgsvereins ein als einer seiner Höhepunkte, als ein schönes Erinnerungserlebnis Ihres eigenen Lebens, dass es Anreiz sein möge, für Sie demnächst einmal wieder nach hier zu kommen, um vielleicht das zu sehen, was so in wenigen Stunden gar nicht vorzeigbar ist. Mit unserem deutschen Wanderkurs, frisch auf!